meine Damen, meine Herren, wie schön, dass wir wieder zusammenkommen. Demokratie, Demokratien und Diktatur, Diktaturen, das ist unser Thema. Und wo von Demokratie die Rede ist, da ist natürlich von Deliberation, von Diskurs, von Austausch, von Meinungsaustausch sofort die Rede. Ich begrüße Sie zu diesem Austausch und ich begrüße ganz besonders auch die Referenten heute, Wolfgang Thierse, aber auch Kurt Kister, Matthias Nass, Guido Steinberg sind da, Sibylle Giel, die mit Udo Hahn und mir durch diese Tagung moderieren wird. Ich freue mich sehr, dass da so viel geballte Kompetenz bereits da ist. Meine Damen und Herren, es gibt weniger Demokratien auf der Welt und mehr Diktaturen tendenziell. Und der Trend hält seit 10 Jahren an. Und die Demokratien wiederum, die werden sowohl von außen als auch von innen bedrängt, von Autoritären, die im Grunde genommen genau das wollen, was die Demokratie zu verhindern trachtet, die Ballung aller Mächte in einer Hand, wo die Demokratie die Macht teilt und verteilt. Die Demokratien sind unter Druck geraten und trotzdem kommen sie nicht umhin, sich irgendwie ins Benehmen zu setzen mit den Diktaturen. Trotz Krieg in der Ukraine und vielerorts sonst ist ein gewisses Miteinander unerlässlich. Erst recht, wenn wir in Zeiten sind, die geprägt sein sollten von dem Ausdruck, den Willy Brandt so gern in die Hand nahm, Weltinnenpolitik, um auf dem blauen Planeten die gemeinsamen Probleme auch gemeinsam zu lösen. Die Volkswirtschaften sind inzwischen dermaßen vernetzt, dass es fast irreal, surreal dünkt, dass man einzelne Länder völlig aussperren könnte aus der Weltwirtschaft, wie das beispielsweise in den Vereinigten Staaten von Amerika die einen oder anderen denken. Da spielt die Realpolitik mit, erst recht, wo es um Rohstoffe und andere wichtige Nachschubgüter geht. Und zur Weltinnenpolitik gehört natürlich auch eine globale Umweltpolitik, die nun wahrlich in Zeiten der Klimakrise bitter nötig ist. Dieser schwierige Umgang zwischen Demokratien und Diktaturen, da gab es vor 60 Jahren einen Versuch, der eine Zeit lang auch sehr erfolgreich war und der hier begründet wurde in Tutzing durch die berühmte Tutzinger Rede von Egon Bahr, dem engen Berater von Willy Brandt. Wandel durch Annäherung. Wandel, so wie das dann auch im allgemeinen Sprachgebrauch kam, Wandel durch Handel. Wobei man sich da und dort fragen kann, wer sich denn dann wirklich gewandelt hatte. Die Diktaturen sind noch diktatorischer geworden, in China absolut totalitär. Nach einem demokratischen Intermezzo in Russland ist auch wieder autoritäres bis diktatorisches da. Und manchmal hatte man das Gefühl, nein, der Wandel, der fand eher im Westen statt, in den Köpfen einiger Entscheidungsträger, Wirtschaftsführer, die im Grunde genommen nicht mehr so eintraten für die Demokratien, wie das früher der Fall gewesen wäre. Das wirft die Frage der Werte auf. Und je intensiver das Wechselspiel zwischen Demokratien und Diktaturen sein muss, desto stärker gilt es, die eigenen Werte zu hüten, auf das die Demokratien ein Vorbild bieten. Eine große Zäsur erleben wir derzeit, eine der vielen Zäsuren, nämlich der Westen expandiert nicht mehr oder nicht mehr so sehr. Es war der Wesenszug des Westens, das expansive, kolonial, imperial, technologisch, wirtschaftlich, da und dort politisch.
Und vielleicht war der Rückzug aus Afghanistan ein Sinnbild dafür, dass der Westen nicht mehr expandieren kann und auf jeden Fall, dass man Demokratie nicht militärisch durchsetzen kann. Und umso stärker müssen wir uns bemühen dann, dass die Demokratien weltweit ausstrahlen, dass sie wieder attraktiv werden. Und deshalb ist eine Modernisierung unserer Demokratien, eine Modernisierung unseres demokratischen Lebens aus meiner Sicht so wichtig. Und um diese Tagung zu eröffnen, wer könnte das besser als Wolfgang Thierse? Er hat für die Demokratie sich eingebracht und gegen die Diktatur unter Risiken auf sich genommen. Er hat die Diktatur erfahren und die Demokratie mitgeprägt, nicht nur als Bundestagspräsident. Er prägt sie immer noch, auch in der Zivilgesellschaft, im Dialog zwischen West und Ost. Und auch das ist so sehr ein demokratischer Dialog, müsste es sein. Er führt die Wertediskussion und 6 Jahre lang war er mein höchst erfolgreicher Vorgänger hier als Leiter des politischen Clubs in Tutzing. Und ich bitte um großen Applaus für Wolfgang Thierse. Aus der Erfahrung der Diktatur heraus den Umgang mit Diktaturen erörtern, lernen, das ist sein Thema. Wir sind alle gespannt. Liebe Roger de Weck, meine Damen und Herren, als Roger de Weck mich fragte, ob ich an dieser Tagung teilnehmen solle zu dieser Thematik, Egon Bahr, die Ostpolitik, der Umgang mit Diktaturen, habe ich gesagt, was soll ich beitragen können? Ich bin weder Historiker noch irgend so ein kluger Politikwissenschaftler. Und hat er gesagt, gedrängt. Und da ich weiß, als langjähriger Leiter des politischen Clubs, wie wichtig es ist, dass es verlässliche Zusagen gibt, habe ich die Zusage gegeben und zugleich gesagt, in einem Anfall von Leichtsinn. Als Thema könnte ich mir eine Frage vorstellen, auf die ich die Antwort noch nicht weiß. Kann man aus der Erfahrung einer Diktatur etwas für den Umgang mit Diktaturen lernen? Ich weiß die Frage heute auch noch nicht ganz genau, aber ich versuche, meine Erfahrungen der Diktatur zu formulieren und dann an verschiedenen Punkten zu sagen, das könnte vielleicht daraus folgern. Es sind nicht immer originelle Ansichten und manches wird Ihnen hoffentlich sehr vertraut vorkommen, weil das hoffentlich unsere gemeinsame Überzeugung ist. Also, ich werde weder eine hemmungslose Apologetik der Ost- und Entspannungspolitik treiben, aber erwarten Sie von mir auch keine Übernahme Ihrer inzwischen üblich gewordenen Verteufelung. Und an den Anfang der Tagung gesetzt, kann ich mir erst recht erlauben, biografisch gefärbt zu reden, also aus meinem Erfahrungshorizont, eben nicht theoretisch analysierend. Und deswegen fange ich auch genau so an. Ich bin im Zweiten Weltkrieg geboren, in einer Stadt, die englische Historiker in einem sehr schönen Buch die Blume Europas genannt haben, Breslau, der damaligen Hauptstadt der blühenden preußischen Provinz Schlesien. Heute heißt sie Wrocław, gehört zu Polen und ist wieder eine lebendige, spannende Stadt. Ich war oft dort und ich könnte allein anhand meiner Besuche sozusagen etwas über die Geschichte der polnischen, deutschen Beziehungen erzählen, aber das vermeide ich heute. Ich bin in Wrocław geboren, habe die ursprüngliche Heimat verloren, bin im Schatten der Nazi-Diktatur und ihrer Verbrechen, im Schatten des Krieges und dessen Folgen aufgewachsen. Denn die Nazi-Diktatur, sie gehört deshalb zu meiner biografischen Erfahrung, weil ihre Folgen in der DDR viel länger sichtbar waren. Wir Ostdeutschen uns viel länger an diesen Folgen abzuarbeiten hatten, im Grunde bis zum Ende der DDR.
Ich werde nie vergessen, wie ich das erste Mal in meinem Leben in den Westen reisen durfte, fast am Schluss der DDR, so 88 durfte ich einen Tantenbesuch machen. Und mein Erstaunen über die westdeutschen Städte. Und wie ich zurückkam und sah die Fassaden bei mir im Prenzlauer Berg, wo immer noch die Einschüsse sichtbar waren. Das ist nur ein äußeres Zeichen, wie anwesend die Nazizeit, der Krieg gewesen sind, seine Folgen. Aber auch in einer anderen Weise war die Nazizeit und ihre Folgen anwesend. Und das will ich mit einer sehr persönlichen Erzählung Ihnen mitteilen. Nämlich, ich will erzählen von meinen Besuchen im KZ Buchenwald, der Gedenkstätte. Zum ersten Mal war ich dort, Sie werden es nicht glauben, im Alter von 5 Jahren. Ich war als ausgehungertes Kriegskind in ein Erholungsheim geschickt worden auf dem Ettersberg bei Weimar. Und dort wurden wir als Kindergruppe, heute würde man das schwarze Pädagogik nennen, wir wurden in das KZ geführt, das gerade frei geworden war, von der Roten Armee freigeräumt. Denn von 45 bis 48, 49 waren dort Deutsche Gefangene. 5 Jahre alt, ich habe nichts, ich konnte nichts begreifen, aber mir ist dauerhaft geblieben die Erinnerung an ein unbestimmtes Grauen, das ich immer noch im Hinterkopf habe. Später dann, in der 8. und in der 11. Klasse der Schule, gab es die organisierten Reisen nach Buchenwald. Immer besser organisiert, mit einem klaren politisch-pädagogischen Ziel. Uns beizubringen, dass die DDR die Konsequenz, die richtige, die alleinig richtige moralisch-politische Konsequenz aus den Nazi-Verbrechen ist. Immer perfekter am Schluss, bei dem Besuch in der 11. Klasse, war das letzte Teil war eine Apotheose der DDR. Ich war dann später Lehrling in Weimar, Schriftsetzerlehrling. Und da bin ich alleine hochgegangen und habe mir Zeugnisse mitgenommen. Ich habe zufällig in einer Straße gewohnt, die hieß Paul Schneider, das war ein Opfer, ein Pfarrer, der in KZ umgebracht worden bin. Und ich habe mir das mitgenommen und habe mich vor die Zelle gestellt und das gelesen, um gewissermaßen gegen diesen verordneten Antifaschismus von oben selber ein anderes, persönliches, emotionales Verhältnis dazu gewinnen. Und heute ist das ein ziemlich gutes Museum, zu dem eben auch ein Museumsteil gehört, der die Nachkriegszeit dieses KZ darstellt. Und ein Museum, das nicht darauf angelegt ist, auf pädagogisch-ideologische Überwältigung, sondern auf Aufklärung. Ich erzähle das, um daran zu erinnern, dass die zweite deutsche Diktatur, wie man ja die DDR nennt, die durchaus eine andere Diktatur war als die Nazi-Diktatur, damit wir uns nicht missverstehen, sie war wesentlich eine Folge der ersten deutschen Diktatur und diese wirkte in der zweiten nach. Und sie wirkte und wurde instrumentalisiert als Rechtfertigung für diese zweite Diktatur. Und deshalb kann ich sagen, dass die Nazi-Diktatur in bestimmter Weise zu meiner Diktaturerfahrung gehört. Und nur deshalb erlaube ich mir ein paar ganz und gar unoriginelle Lehrsätze aus der Erfahrung zu formulieren. Lehrsätze, die hoffentlich besonders von uns Deutschen endgültig gelernt sind, die aber immer mal wieder wiederholt werden müssen. Erstens, wir Deutschen, das ist die bittere Wahrheit, konnten nicht selbst die Diktatur überwinden, konnten uns nicht selbst aus ihr befreien. Es bedurfte der totalen Niederlage. Das hieß aber auch, die Siegermächte, bald zerstritten, bestimmten den weiteren Weg Deutschlands in die freiheitliche Demokratie auf der einen Seite und in die Neue, die kommunistische Diktatur auf der anderen Seite. Zweitens, auch das ganz schlicht, Diktaturen muss man vor ihrer Installation bekämpfen und verhindern. Es ist sehr schnell zu spät. Und drittens, Diktaturgefahr ist Teil der Demokratie, ist immer in ihr gegenwärtig. Sie muss ernst genommen werden. Heute kommen Diktatoren durch Wahlen an die Macht. Weniger durch Putsche und Revolutionen. Es gibt ein sehr schönes Buch zweier amerikanischer
Politikwissenschaftler, die das gezeigt haben, an vielen Beispielen des 20. Jahrhunderts. Viertens, auch das wissen Sie alles, die englisch-französische Appeasement-Politik der 30er Jahre gegen die aggressive deutsche Diktatur um des Friedens willen hat sich als furchtbarer Irrtum erwiesen. Das ist eine Schlüsselerfahrung. Je aggressiver eine Diktatur, umso falscher ist Appeasement-Politik. Und fünftens, wenn von außen kein Einfluss auf das Innere der Diktatur gelingt, man denke an die 30er Jahre der Nazi-Diktatur, dann wenigstens sollte es unbedingt kritische Aufmerksamkeit für und Solidarität mit den Unterdrückten, den Opfern, den Widerständigen geben. Da sollte man sich nicht durch Inszenierungen, Stichwort Olympische Spiele 36, blenden lassen. Vor allem sollte es Hilfs- und Aufnahmebereitschaft für die aus der Diktatur Fliehenden geben. Die Schicksale des deutschen Exils sind ein sehr wichtiger Teil der Nazi-Diktaturerfahrung. Deswegen ist es gut, dass es in Berlin jetzt demnächst ein Exilmuseum geben wird, als ein Teil dessen, woran wir uns erinnern. Und sechstens, und vielleicht allzu pathetisch, es gibt einen fundamentalen, ja geradezu existenziellen Zusammenhang zwischen Freiheit und Gerechtigkeit, Gerechtigkeit und Freiheit. Massenhafte Ungerechtigkeitserfahrungen, Not und Elend gefährden Freiheit und Demokratie. Das war das Ende der Weimarer Republik. Und Gerechtigkeit unter Preisgabe der Freiheit herzustellen, das muss scheitern. Das ist die doppelte Lehre aus den Diktaturerfahrungen des 20. Jahrhunderts. Eine gerechte Gesellschaft errichten zu wollen unter Opferung der Freiheit, das war der Versuch auf deutschem Boden, der DDR hieß. Die Verwirklichung einer Utopie, die ganz wesentlich in Deutschland erdacht worden war. Und trotzdem war die DDR von Anfang bis zu ihrem Ende kein eigener, sogar kein selbstbestimmter Versuch. Sie war eine vom ideologischen, politischen, ökonomischen System der Sowjetunion abgeleitete Diktatur, von sowjetischen Truppen besetzt. Immerhin 200.000 Soldaten der Roten Armee standen rings um Berlin. Von sowjetischen Truppen besetzt war die DDR, Vorposten des Imperiums, an dessen Westrand, an dessen gefährlich gefährdete Grenze. Die DDR-Diktaturen, also die SED-Führer, waren mit relativen Unterschieden in Sachen innenpolitischer, ökonomischer, kulturpolitischer Selbstständigkeit in den vier Jahrzehnten immer unter Moskauer Kuratelle. Man reiste zum Weisungs- oder Befehlsempfang nach Moskau oder der sowjetische Botschafter in Berlin übergab die Weisungen. Dass die DDR immerhin 40 Jahre Bestand hatte, mag im Rückblick von einer erstaunlichen Stabilität zeugen und hat bei manchem Wessi die Frage provoziert, gar die Unterstellung, waren die Ostdeutschen nicht doch selbst mit dafür verantwortlich? Nun ja, wir waren eingesperrt, spätestens seit 1961. Es gab relative ökonomische Erfolge, hungern musste niemand, es gab bescheidenen Wohlstand, wenig im Vergleich zum Westen. Es gab soziale Sicherheit, die DDR war ein sozialer Fürsorgestaat, ökonomisch wahnwitzig bezahlt, aber das war sie. Es gab die Suggestion von Gleichheit, eine überzeugende Situation, die Suggestion, die Unterschiede, sozialen Unterschiede, die DDR waren nicht so groß, was ist der Unterschied zwischen einem Trabi und einem Wartburg und so weiter und so weiter. Sie wissen das. Es gab das Gefühl, wenigstens moralisch auf der richtigen Seite zu sein, auf der antifaschistischen Seite. Und natürlich gab es trotziges Dableiben und natürlich Anpassung und Opportunismus. Heldentum von außen und im Rückblick zu fordern ist leicht. Die Normalität des menschlichen Lebens ist anders. Und es gab gewiss auch
in Anführungsstriche gesagt, Überzeugungstäter, die an die Utopie glauben wollten. Am Anfang der DDR waren das wenige und am Ende auch wieder wenige. Ich erinnere daran ohne moralischen Zeigefinger, ohne Vorwürfe, sondern um zu vergegenwärtigen, dass vielen in der DDR fast bis zu ihrem Ende, gerade auch uns innerhalb der DDR, wie ich betone, auf fast schon entsetzliche, jedenfalls aufsichtslose Weise, diese DDR stabil erschien. Wie ja das ganze Sowjetsystem auch. Erinnern Sie sich, auch im Westen erschien die DDR und die Sowjetunion erstaunlich stabil. Jedenfalls staunen wir heute darüber. Und wir lebten ja immer in einer doppelten Wahrnehmung in der DDR. Die Nahwahrnehmung war, das kann eigentlich nicht mehr lange funktionieren. Das funktioniert nicht, das fehlt, da kriselt es. Das war die eine Wahrnehmung. Das ist ja immer nur ein kleiner Ausschnitt der Wirklichkeit, den man persönlich wahrnehmen kann. Und dann die offizielle Propaganda und dann der Blick aus dem Westen. Ich bin alt genug, mich noch daran zu erinnern, dass die DDR bestaunt wurde als achtkräftigster Industriestaat der Welt. Als DDR-Bürger hat man gestaunt darüber, über dieses Urteil. Also diese eigentümliche Diskrepanz zwischen der Nahwahrnehmung und der ferneren Wahrnehmung. Sie erschien stabil, die DDR, und umso jäher die Wendung der geschichtlichen Dinge 89-90, umso überraschender der Sturz der Diktatur, die friedliche Revolution und ihr Erfolg. Das war ja für die Beteiligten und erst recht für die Unbeteiligten nicht zwingend vorhersehbar, war nicht gesetzmäßig gewissermaßen, nicht logisch und unvermeidlich. Es bedurfte einer ganzen Reihe historischer Vorläufer und des Zusammenwirkens verschiedener Ereignisse und Konstellationen und Kräfte, an die ich nur stichwortartig erinnern will. Es bedurfte der Entspannungspolitik bis hin zum Prozess der Konferenzsicherheit und Zusammenarbeit in Europa, also der Überwindung des Kalten Krieges. Es bedurfte der russischen Dissidenten von Sacharow bis Solzhenitsyn. Wichtig war das Vorbild der tschechischen Charta 77 mit meinem politischen Heiligen Václav Havel, dessen Buch Versuch in der Wahrheit zu leben, die wichtigste politische Lektüre meiner DDR-Existenz war. Ich erinnere an den polnischen Papst Karol Wojtyła und seinen Besuch 1979 in Warschau. Vor 1 Million Menschen hielt er eine Predigt, eine Ansprache, und da fiel ein Satz, der in unser Herz fiel. Nicht in ihr, sondern in die der Ostdeutschen. Dieser Satz, habt keine Angst. Durchaus in einem frommen Kontext gesprochen, aber hat eine unerhörte politische Qualität, was ich nie vergessen werde. Das via Festfernsehen. Ich erinnere an die Kraft und Ausdauer und den disziplinierten Mut der polnischen Gewerkschaftsbewegung Solidarność bis zu ihrer grandiosen Erfindung des runden Tisches. Und Solidarność hätte es auch nicht gegeben ohne die polnische katholische Kirche. Ich erinnere an die Intelligenz der ungarischen Reformkommunisten, die die Grenze öffneten. Und ich erinnere vor allem, und darauf komme ich dann nochmal zurück, an die Perestroika-Politik Gorbatschows, der Gott sei Dank die in der DDR stationierte Rote Armee nicht gegen die ostdeutschen Demonstranten zum Einsatz brachten. Stellen Sie sich einen kurzen Moment lang vor, Gorbatschow hätte mit seiner Transformations- und Transparenzpolitik Erfolg gehabt. Es wäre ihm gelungen, dieses System zu reformieren. Es hätte kein Motiv gegeben, die DDR freizulassen. Also das Scheitern dieser Reformpolitik war unser Glück, wenn man so will. Ich erinnere natürlich an das ökonomische wie das moralische Desaster der SED-Politik, die auf der ganzen Linie gescheitert war. Und natürlich erinnere ich an die Zivilcourage der Oppositionsgruppen und auch an die sich verbreiternde Desillusionierung der DDR-Bürger und die Überwindung unserer Angst, Angst, die die halbe Macht einer Diktatur ist. Und schließlich erinnere ich auch, das will ich wahrlich nicht vergessen, an die Handlungsfähigkeit westlicher Politiker von Helmut Kohl bis George Bush Senior. All das gehört dazu. Erst im Zusammentreffen dieser Voraussetzungen und Entwicklungen und Faktoren wurde sichtbar und wirksam,
dass die raison d'être der DDR verbraucht und zerstört war. Diese DDR hatte ja nie eine eigene nationale Identität, sondern nur einen einerseits sicherheits- und machtpolitischen Existenzgrund als Westposten des sowjetischen Imperiums und andererseits eine immer prekäre, immer labile ideologische Identität, zunächst aus Antifaschismus gespeist, dann aus marxistisch-leninistischer Ideologie. Auch aus Sicht der Kommunistischen Staatspartei, der SED, hatte die DDR ihre Rechtfertigung nur als Alternative zur bürgerlichen, zur kapitalistischen Bundesrepublik. Doch wo die Ideologie nicht mehr geglaubt wird, wo die Kluft zwischen ideologischem Anspruch und erlebter Wirklichkeit unüberbrückbar geworden ist, wo der Vorposten unnötig wird, da zerbricht die Basis für den mit so viel Mühe und Druck erbauten und verteidigten Staat. Der revolutionäre Zusammenbruch war die Konsequenz. Es war also eine Mischung aus inneren Entwicklungen und Faktoren einerseits und von Politik, von Einwirkungen von außen, die zum Ende der DDR, der ostmitteleuropäischen Diktaturen und der Sowjetdiktatur geführt hat. Über deren Gewichtung mögen Historiker urteilen und streiten. Es ist üblich geworden, nicht nur den Beitrag der westlichen, der bundesdeutschen Entspannungspolitik in ihrer Bedeutung für diese Entwicklung zu relativieren, sondern sie insgesamt in Frage zu stellen. Vor allem sozialdemokratische Politik wird der Vorwurf gemacht, sie sei zu etatistisch gewesen, zu sehr auf Moskau fixiert, zu sehr auf Stabilität und Sicherheit orientiert gewesen. Ich zitiere aus einem Interview von Joachim Gaub vor ein paar Wochen. Er spricht von einer problematischen Form der Entspannungspolitik und dann wörtlich: Statt die demokratische Opposition zu unterstützen, hielten Egon Bahr, Willy Brandt und andere Entspannungspolitiker fest an ihrer Taktik, Veränderungen nur von oben und mit den Herrschenden zu erwarten. Die Oppositionellen im ganzen Osten fühlten sich in Stich gelassen. Das war tragisch und politisch war es eine Fehlkalkulation. In seiner Kritik bezieht er übrigens die Politik Angela Merkels ausdrücklich ein. Das ist ja der Grundton post festum gegen die vor allem sozialdemokratische Entspannungspolitik. Sie sei zu sehr sicherheits- und stabilitätsorientiert gewesen, zu Moskau fixiert, zu rücksichtslos gegenüber den Mitteleuropäern, den Oppositionellen und Dissidenten. Ich will dagegen meine Erinnerungen stellen, die mir solche Urteile erschweren. Auch im Nachhinein. Ich erinnere an Schicksalsdaten der ostdeutschen und osteuropäischen Geschichte und auch meiner Biografie. Die erste Erhebung, wir haben gerade daran erinnert heute im Deutschen Bundestag, die erste Erhebung überhaupt gegen die sowjetisch-kommunistische Herrschaft fand in der DDR statt am 17. Juni 1953. Sie wurde von sowjetischen Truppen niedergeschlagen. Ich war 9 Jahre alt damals. Und ich erinnere mich an die Enttäuschung meines Vaters über Konrad Adenauer, den er bis dahin verehrt hat. Wir gehen unter und der redet nur. Seitdem konnte er dessen Redensart von den Brüdern und Schwestern in der Sowjetzone nicht mehr hören, nicht mehr ertragen und empfand es als Hohn, wir haben verloren und die im Westen machen einen Feiertag daraus. Ich beschreibe das ohne Vorwurf gegen den Westen, es ist nur eine lebendige Erinnerung. Es folgten 1956 die Aufstände in Polen und Ungarn, ich war 13 Jahre alt, sie wurden von sowjetischen Truppen niedergeschlagen. Ich habe den Hilferuf von Imre Nagy, dem damaligen ungarischen Ministerpräsidenten, über den Rundfunk nicht vergessen. Er wurde vom Westen überhört, weil man einen Krieg nicht riskieren wollte und weil man mit der Suezkrise befasst war. Dann der 13. August 1961, ich war 17 Jahre alt, der Bau der Mauer erfolgte im Schutze der sowjetischen Truppen. Alle westliche Rhetorik hatte ihn nicht verhindern können. Kennedy hatte ihn akzeptiert, hatte die Abgrenzung der Machtsphären akzeptiert, die heiße Konfrontation vermieden. Aber ich war auf der falschen Seite, war eingesperrt,
und mein letztes Schuljahr vor dem Abitur begann. 1968, ich war damals 24 Jahre alt, der Versuch eines menschlichen, eines demokratischen Sozialismus im Prager Frühling wurde unter Führung der sowjetischen Truppen niedergeschlagen. Über emphatische, pathetische Solidaritätsbekundungen hinaus konnte und wollte der Westen nichts tun, denn Prag lag ja in der sowjetischen Machtsphäre. 1981, ich war 37 Jahre alt, die polnische Regierung soll... Die polnische Bewegung Solidarność wurde in einem Kriegsrecht im Schutze der sowjetischen Truppen unter Druck der Sowjetunion unterdrückt. Die Zweiteilung der Welt galt noch, die Aufteilung in Machtsphären, die Brezhnev-Doktrin, Nicht-Einmischung in die Sphäre des Anderen, in einer lebensgefährlichen, hochgerüsteten, gegeneinander gerüsteten Welt. Ich erinnere das alles ohne flotten moralischen Vorwurf, das wäre billig. Sondern ich will Ihnen nur vergegenwärtigen, die Geschichte der DDR und unserer östlichen Nachbarn, auch meine Geschichte, war eine Geschichte enttäuschter Hoffnungen, eine Geschichte der Niederlagen, bis am Schluss nur der Mut der Verzweiflung blieb. Und all die genannten Ereignisse hatten immer wieder dieselbe bittere politische Einsicht vermittelt. Erst wenn in Moskau, im Zentrum des sowjetischen Systems, sich etwas ändert, dann sind vielleicht auch bei uns Änderungen möglich. Ja, das war unsere Art der Moskau-Fixierung. Unsere unausweichliche Moskau-Fixierung. Und dann tatsächlich 1987, 88, 89 änderte sich etwas in Moskau. Gorbatschow, Perestroika und Glasnost, also Reform und Transparenz. Und dieser Gorbatschow wäre ohne die Moskau fixierte Entspannungspolitik, ohne Helsinki, wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Und dieser Gorbatschow gab eben nicht den Schließbefehl und die friedliche Revolution wurde möglich. Lassen Sie mich noch einmal zurückblicken. Die Veränderung der Politik gegenüber dem Osten, die neue Entspannungspolitik, sie war... So alt bin ich, dass ich mich daran erinnern kann. Sie war eine Reaktion auf die Ohnmachtserfahrung des 13. August 1961, eine Ohnmachtserfahrung vor allem der Berliner. Brandt und Bahr haben das in ihren Erinnerungen eindrücklich beschrieben. Der Mauerbau war ja eine Niederlage, verriet ein doppeltes Scheitern. Für den Osten die SED-Führung, dass die neue kommunistische Ordnung nur gegen den Willen des Volkes möglich sein würde, dass also dieses Volk zu diesem Zwecke eingesperrt werden musste. Und für den Westen, dass die rhetorisch konfrontative und auch die militärisch konfrontative Politik die Verhältnisse nicht änderte, sondern zementierte. Es war unübersehbar geworden, die Ost-West-Konfrontation, ausgetragen als Kalter Krieg, sollte wenigstens nicht zu einem heißen Krieg in Europa werden, der dafür ersatzweise in dritten Welten ausgetragen wurde. Sie führte diese Ost-West-Konfrontation zu immer neuen Hochrüstungsphasen, einem Gleichgewicht des Schreckens, einem immer labilen, immer gefährdeten Frieden mit wahnwitzigen ökonomischen und auch menschlichen Unkosten, deren Last den Osten härter traf, viel härter traf als den Westen. Die Antwort darauf, auf diese Erfahrung, auf diese Ohnmachtserfahrung, war das Konzept der Entspannungspolitik. Erstens, Realitäten, die durch Konfrontationspolitik nicht zu ändern sind, muss man zunächst anerkennen, um sie mittel- und langfristig friedlich überhaupt ändern zu können. Zweitens, statt Verschärfung von Gegensätzen ist eine Annäherung nötig, die Spannung und Erstarrung lockert und damit erst Wandel ermöglicht. Drittens, verlässliche Sicherheit, Minderung von gefährlichen Risiken verlangt nach einem Konzept, das auf gemeinsame Sicherheit, auf das am Schluss gemeinsame Überlebensinteresse setzt, nicht mehr auf Sicherheit gegeneinander. Und viertens, das alles sollte erreicht werden mit einer Politik der kleinen Schritte, der Vereinbarung der Verträge für Abrüstung, für wirtschaftlichen Austausch, Handel, Verflechtungen, aber vor allem auch
für menschlichen Austausch, für Begegnungen und Erleichterungen. Und jetzt erzähle ich noch eine kleine Geschichte. Ich bin im September 1964 nach Berlin zum Studium gekommen und bin im Dezember zur Friedrichstraße gegangen, um mir anzusehen, wie das aussieht, das zweite Passierscheinabkommen. Da waren kleine Bütchen aufgebaut und die Westberliner kamen und wurden kontrolliert. Auf der anderen Seite standen die Ostberliner und sie fielen sich um die Arme, die Familien, und ich hätte ein bisschen mitweinen können. Und damals habe ich gesehen, gefühlt, was das sein kann, demokratische Politik für Menschen, die für sich selber keine Politik machen können. Und was sozialdemokratische Politik sein muss. Im besten Sinne des Wortes stellvertretende Politik für konkrete Menschen, Konkretes erreichen. An die Stelle der großen Redensarten, Konkretes zu erreichen. Wahrscheinlich bin ich damals innerlich Sozialdemokrat geworden, vermutlich. Später dann in den 70er Jahren die deutschen Verträge, Brandts Besuch in Erfurt, die wirtschaftliche und finanzielle Unterstützung der DDR und Hilfe, sogar der Häftlingsfreikauf bis hin zum Kredit von Franz Josef Strauß. All das hat, ich erinnere mich genau daran, hat die große Mehrheit der Ostdeutschen mit Erleichterung, mit Hoffnung, mit Zustimmung erlebt und begleitet. Jens Reich hat 1990 gesagt, im Grunde waren wir alle Sozialdemokraten geworden. Jens Reich, der Oppositionelle. Wir haben das, und das ohne, dass die Wut auf die kommunistischen Herrschaften abgenommen hätte und ohne, dass das kommunistische System dadurch stabilisiert worden wäre. Im Gegenteil. Diesen Vorwurf post festum, damals habe ich ihn für falsch gehalten und erst jetzt rechts auch. Die westdeutsche Ost- und Entspannungspolitik konnte gelingen und erfolgreich sein aus mindestens 5 Gründen. Vielleicht gibt es sogar noch mehr. Erstens, sie war eingebettet in die westliche Politik, die Strategie der USA von Kennedy über Kissinger und so weiter. Zweitens, sie hatte die westliche wirtschaftliche und vor allem militärische Stärke zur Grundlage, vor allem das Abschreckungspotenzial der USA, das sollten wir nicht vergessen heute. Drittens, aber auch das, was man heute wohl Softpower nennt, war auf westlicher Seite ein Pfund Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Wohlstand, die kulturelle und gesellschaftliche Attraktivität des Westens. Unser ostdeutscher Blick war ja meist nach Westen gerichtet. Jeden Abend sind wir via Fernsehen in den Westen ausgewandert. Das war unser Maßstab. Wie sollte das stabilisierend wirken innerhalb der DDR? Fünftens, die inneren Widersprüche in der Sowjetunion und erst recht in deren Herrschaftsbereich haben zugenommen zwischen den Modernisierungskräften und Notwendigkeiten einerseits und dem politischen, ökologischen, ideologischen und ökonomischen Fesseln. Das haben wir in der DDR gelernt. Mit Marx, die Dialektik von Produktivkräften und Produktionskräften, wenn sie in Widerspruch geraten, entsteht eine revolutionäre Situation. Da hatte Marx recht. Aus diesen Gründen mindestens konnte die Entspannungspolitik gelingen und immer auf höchst mühevolle Weise erfolgreich sein. Sie ermöglichte Verträge der militärischen Mäßigung, der Abbau von Risiken, des wirtschaftlichen Austausches, zum gegenseitigen Nutzen, sie ermöglichte Verträge der Einflussnahme zur Verbesserung der Lebensbedingungen, der Aufrechterhaltung der deutsch-deutschen menschlichen Beziehungen, Reiseverkehr, zunächst nur die Rentner, Ostbesuche und so weiter und so weiter. Sie ermöglichte, auch das muss man in Erinnerung bringen, die Überwindung, wenigstens Entschärfung, nicht nur der militärischen, sondern auch der politisch-ideologischen Schützengräben-Situation und damit eine Entkrampfung innerhalb des Sowjetsystems und damit allerdings immer nur relative innere Liberalisierungen und Differenzierungen. Die Helsinki-Schlussakte war grundlegend, sie war motivierend, war Berufungsinstanz für östliche Opposition und Dissidenz. Charta 77 nach Helsinki. Sie ermöglichte eben auch Gorbatschow und damit Leipzig den Abzug der Roten Armee und die Überwindung der Teilung. Sie ermöglichte das Ende einer Diktatur, die immerhin 70 Jahre in Russland und die Spaltung in Deutschland 45 Jahre
dauerte. Natürlich war das nicht allein Verdienst der Entspannungspolitik. Ich will wahrlich nicht übertreiben. Aber sie war einer der Faktoren, für die glückliche Wendung der Geschichte. Bei der Bewertung dieser Politik, insgesamt positiv bei mir, wie Sie merken, ist für mich entscheidend, die Ost- und Entspannungspolitik der 60er bis 80er Jahre, also von Brandt bis Kohl, hat die dominant politische Ziele. Milderung und Überwindung der Teilung Deutschlands, Abbau der militärischen Gefährdungen in einer militärisch und ideologisch gegeneinander hochgerüsteten Welt. Sie hatte dominant politische Ziele und für diese Politik war Wirtschaft und Handel ein gewiss nicht unwichtiges Instrument. Für die Ost- und Russlandpolitik der 2000er bis 2020er Jahre, also von Schröder bis Merkel, war es durchaus umgekehrt. Ihr ging es erklärlicherweise, wie ich betone, um die Sicherung unseres Wohlstands durch billige und verlässliche Rohstoffenergielieferungen aus dem endlos reichen Russland in der Hoffnung, dass Russland ein verlässlicher Partner sein und bleiben würde. In einer Hoffnung, die wir doch alle teilten, an die wir glauben wollten, dass mit dem Erfolg der friedlichen Revolution und der Überwindung der europäischen Teilung ein goldenes Zeitalter des Friedens beginnen könnte, dass wir Deutschen, ich habe das auch so pathetisch empfunden, in einem Zustand historischen Glücks leben, umzingelt von Freunden, in Grenzen, zu denen alle unsere Nachbarn Ja gesagt haben. Wann hat es das je zuvor in unserer Geschichte gegeben? Ein Siegeszug der Demokratie sei im Gange, Francis Fukuyama, erinnern Sie sich? Eine Welt des Friedens, der Regeln und Verträge, des weltweiten wirtschaftlichen und kulturellen Austausches würde möglich sein. Ja, sie sei schon da. Globalisierung. Erinnern Sie sich an diese Euphorien, an diese Hoffnungen? Damals schien das alles keine Illusion. Gewiss, China störte schon und immer mehr. Die Vielzahl von autoritären und diktatorischen Herrschern, die sich vermehrten, der Terrorismus, der Islamismus, vieles, was uns abgelenkt hat, das wahrzunehmen, was unsere Hoffnungen auf wohl längere Zeit zur Illusion gemacht hat. Putin, Russlands Weg zu einer neuerlich aggressiven imperialen Macht. Spätestens 2014, der Annexion der Krim, hätten wir das nicht übersehen dürfen. Das ist ein schuldhafter Fehler. Aber spätestens nun, seit dem 24. Februar, sind wir endgültig aus dem heiteren Himmel der Euphorien und des Leichtsinns gefallen, in den wir, der Westen, durch den Erfolg der friedlichen Revolution, die Überwindung des Kommunismus und der Zweiteilung der Welt hineingeflogen waren. Seit dem 24. Februar spätestens jedenfalls leben wir in einer anderen Welt, mindestens in Europa, in einer Welt, die sich von der der früheren Entspannungspolitik deutlich unterscheidet und es eben sehr fraglich macht, ob wir von damals etwas für heute noch lernen können. Aus einer bipolaren Welt des Ost-West-Systemkonflikts ist eine polare, polyzentrische Welt geworden. China ist einer der großen Spieler. Der globale Süden hat größeres Gewicht, will eine stärkere Rolle spielen. Russland ist eben nicht mehr eine konservative, sondern eine unter Putin wie unter Stalin aggressive, revisionistische Macht geworden, das wieder Imperium sein will. Wir haben es mit autoritären Regimen und ziemlich unterschiedlichen Diktaturen zu tun und nach 1990 hat eben leider kein Siegeszug der Demokratie stattgefunden. Im Gegenteil, unsere liberale, rechtsstaatliche Demokratie ist die Ausnahme, nicht die Regel. Der Westen erscheint geschwächt, trotz der immer noch militärischen Stärke der USA. Die amerikanische Hegemonie bröckelt, der Irakkrieg und der Abzug aus Afghanistan als Menetekel dafür, Trump als Menetekel. Die innere Zerrissenheit vieler westlicher demokratischer Länder und so weiter und so fort, die antiwestlichen Ressentiments und der Anti-Amerikanismus sind unübersehbar global verbreitet. Wir beobachten insgesamt einen moralisch-politischen Glaubwürdigkeitsverlust des Westens. Eine ziemlich andere Welt also. Und deswegen sind die Erfahrungen vielleicht doch
nicht brauchbar, die wir gemacht haben. Als positiver Anknüpfungspunkt oder als negativer Abstoßungspunkt? Also es gibt jedenfalls keine einfachen Lehrsätze oder gar ein Drehbuch für den Umgang mit Diktaturen, weil die Welt heute verwickelter, verworrener ist. Und deshalb formuliere ich aber trotzdem und ganz vorsichtig und wiederum nicht sehr originell ein paar Folgerungen aus den bisher angesprochenen Beobachtungen und Erfahrungen. Ich bin auf 10 gekommen. Erstens, was gegenüber der Nazi-Diktatur, die den Kontinent mit einem verbrecherischen Krieg überzogen hatte, die einzige Möglichkeit war, ihm nämlich eine totale Niederlage zuzufügen. Das war schon gegen die Atommacht Sowjetunion nicht mehr möglich. Nur noch eine Politik des Containments und der Abschreckung. Und das gilt erst recht für China und wohl auch für die Atomstaaten Südkorea, Iran, Pakistan, aber auch wohl für Diktaturen ohne Atomwaffen. Militärische Überwindungsstrategien wären geradezu abenteuerlich. Zweitens, Versuche des Regime-Change von außen, also der gewaltsamen Demokratisierung, sind eben mit Ausnahme von Deutschland und Japan 1945 immer gescheitert. Kennen Sie ein positives Beispiel? Vietnam und Kuba, Afghanistan. Das Fiasko mit Afghanistan gehört zur Vorgeschichte von Putins Überfall auf die Ukraine. Der Irak, ein Krieg begonnen mit einer Lüge. Ich lasse die unangenehmen Beispiele Grenada und vor allem Chile beiseite, dann führte die amerikanische Intervention zu einer neuen Diktatur. Drittens, was gegenüber einer am Schluss materiell wie ideologisch ziemlich maroden Sowjetdiktatur vernünftig und erfolgreich war, nämlich die Mischung aus militärisch-ökonomischer Stärke des Westens, seiner materiellen und ideellen Anziehungskraft und der Kooperations- und Vertragsbereitschaft auf beiden Seiten. Dieser politische Mix muss gegenüber einem kraftstrotzenden China nicht erfolgreich sein. Einem China, das unter Führung von Xi Jinping im letzten Jahrzehnt wieder eine deutlich aggressivere Diktatur nach innen geworden ist und nach außen auf eine systemische Veränderung der internationalen Ordnung zielt. Einem China, von dem Deutschland und Europa ökonomisch, technologisch weit abhängiger sind, als wir es von Russland je waren. Viertens, wenn die Realitäten zu der nüchternen Einsicht zwingen, dass gegenüber dieser oder jener bestimmten Diktatur oder überhaupt gegenüber Diktaturen weder militärisch konfrontative noch moralisch-rhetorisch konfrontative Politik Wirkungen erzielt oder gar erfolgreich ist, dann geht es darum, einen Modus Vivendi zu finden. Allerdings einen Modus Vivendi, der die Perspektive der Diktaturüberwindung offen hält, auch wenn diese nicht ein politisches Nahziel sein kann. Das relativiert die nicht selten verabsolutierte Entgegensetzung von wertefundierter, menschenrechtsorientierter Politik einerseits und pragmatischer, interessengeleiteter Realpolitik andererseits. Ich erinnere daran, die von Brandt begründete Ostpolitik war wertegeleitete Realpolitik. In ihr galt der Primat der Politik gegenüber der Wirtschaft. Ich sage es nochmal, bei Schröder-Merkel fand eine Umkehrung statt. Die legitimen, verständlichen Wirtschaftsinteressen wurden dominant. Ein wichtiger Unterschied. Da wurde dann die Stabilität, der wirtschaftliche Austausch tendenziell zum Zweck um des Friedens willen, aber auch das will ich nicht geringschätzen. Fünftens, die Erfahrung zeigt, dass Einwirkung auf Diktaturen von außen, zumal konfrontative Versuche, wenig oder nichts erreicht. Umso wichtiger sind die inneren Entwicklungen in einer Diktatur, die inneren Widersprüche, die Stärkung, die Stärke oder Erschöpfung der Macht, die Erosion der ideologischen Rechtfertigungs- und Disziplinierungsgerüste, die enttäuschten, verbrauchten Hoffnungen, die Unzufriedenheiten mit dem Status quo, vor allem die Widerstands- und Aufbewährungskraft, Aufbegehrenskraft der Zivilgesellschaft.
All das ist von außen nicht zu steuern. Aber aufmerksam zu beobachten, zu begleiten, zu unterstützen, moralisch und kommunikativ, so viel Aufmerksamkeit, so viel Solidarität wie möglich mit den Unterdrückten und Aufbegehrenden in Diktaturen. Dialog, so mühselig und oft folgenlos er ist, Dialog mit den Mächtigen, mit den Herrschenden, ist angebracht, aber ebenso selbstverständlich das Gespräch, der Dialog mit den zivilgesellschaftlichen Akteuren, und das ist ja eine gute Tradition westlicher Politik, wenn sie in entsprechende Länder reisen. Die Vermeidung wirkungsloser, rhetorischer Kraftmeierei darf und muss ja nicht in Leisetreterei ausarten. Im Gespräch bleiben zu wollen und zu können, heißt auf der Freiheit zu bestehen, die Themen und Partner wählen zu können. Sechstens, moralische, wertegeleitete Politik gegenüber Diktaturen erfolgreich zu betreiben, ja, durchzusetzen, dies setzt, wenn sie mehr als Rhetorik sein will, einiges voraus. Der moralische Anspruch, die berechtigte Empörung, sie reichen ja nicht. Zu diesen Voraussetzungen gehören eine einigermaßen unangefochtene moralische und politische Autorität, sofern notwendig, militärische Interventionsmacht, wirtschaftliche Sanktionsmacht, wie begrenzt die sein kann, erleben wir gerade, Softpower, also die eigene Attraktivität und Anziehungskraft, selbstverständlich die Fundierung solcher Politik auf Regeln und Verträge, auf Völkerrecht, die tendenziell auf globale Unterstützung zielende Politik, wenigstens über den eigenen politischen Kreis hinaus Bündnispartner zu suchen. Deshalb sind Brasilien und Südafrika und Indien so wichtig, gegenwärtig. Der nüchterne Blick auf alles dies zeigt einen bitteren Zwiespalt zwischen hohem moralischen Anspruch und der Begrenztheit der eigenen Durchsetzungsmöglichkeiten. Das gilt für unsere deutsche Politik, aber auch für Europa insgesamt, und auch für die USA. Siebtens, Menschenrechte, Demokratiestandards, Rechtsstaatlichkeitsstandards, das sind gewiss notwendige Werte, Maßstäbe, Ziele für die Außenpolitik demokratischer Staaten, aber auch soziale Gerechtigkeit und soziale Sicherheit, Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen und des Friedens sind fundamentale Werte, Maßstäbe, Ziele, deren Verwirklichung ist im gemeinsamen, im globalen Überlebensinteresse. Daraus ergeben sich Felder vernünftiger und notwendiger gemeinsamer Aktivitäten über die Systemgegensätze hinweg für die Zusammenarbeit zwischen politischen Antipoden, also für politische, wissenschaftlich-technologische, wirtschaftlichen Austausch, ohne die Illusion, dass Handel immer Wandel bewirken müsse. Daraus ergeben sich die Notwendigkeit, über politische Unterschiede und Gegensätze hinweg internationale Vereinbarungen zu erreichen. Das Pariser Klimaschutzabkommen ist ein schönes Beispiel. Und wir brauchen weitere Schritte dieser Art. Ja, wir brauchen, das muss man gerade jetzt sagen, auch wieder Abrüstungsvereinbarungen, denn das Gegenteil läuft gerade. Wir steuern in eine Hochrüstungsphase. Wir brauchen internationale Regeln zur friedfertigen, demokratischen und menschenfreundlichen Nutzung der künstlichen Intelligenz und so weiter und so fort. Es wird nicht anders gehen, als solche Vereinbarungen zu treffen, über Gegensätze hinaus, auch mit Nichtdemokratien. Und das ist dann keine amoralische Realpolitik. Achtens, ein paar Bemerkungen zu Politik gegenüber Putin, Russland sind vielleicht unvermeidlich. Ich will sie kurz halten und beschränke mich auf eine Erinnerung. In den 60er Jahren hat Karl Friedrich von Weizsäcker eine These vertreten, die mich damals verblüfft und beeindruckt hat, dass ich sie mir heute gemerkt habe und sie mir wieder eingefallen ist. Seine These damals in den 60er Jahren war: Das Gefährliche der gegenwärtigen Weltsituation besteht darin, dass eine der beiden Weltmächte nur militärisch stark ist und in allen anderen Hinsichten schwach.
Das scheint mir wieder der Fall zu sein. Denn Putin hat aus dem unendlichen Reichtum seines Landes nichts gemacht. Neulich war eine kleine Tabelle zu lesen. Die Innovationsquote Russlands ist etwa so hoch wie die von Belgien. Diese Diskrepanz zwischen der militärischen Stärke und der wissenschaftlich-technologisch-ökonomischen Schwäche macht dieses Land so labil und so gefährlich. Denn Putin hat den Reichtum nur für Hochrüstung, um der Wiedererrichtung des Imperiums willen genutzt und um sein autoritäres Herrschaftssystem zu errichten. Das macht dieses Land labil und gefährlich, und deshalb wird es nicht anders gehen, dass nach dem Krieg, nach Putin, der Westen nicht nur eine Verpflichtung hat, die Ukraine aufzubauen, in einer Art von Marshallplan, wie immer das aussieht, sondern dass der Westen auch die Verpflichtung hat, Russland bei seiner notwendigen Modernisierung partnerschaftlich zu helfen. Wie das heute aussehen kann, das kann keiner sagen. Auch wenn es gegenwärtig emotional einem schwerfällt, diesen Gedanken zu denken. Aber ich meine, auch im Kriege und bei voller, auch militärischer Solidarität mit der Ukraine, muss man über den Krieg hinausdenken. Denn Russland ist auch dann noch Teil Europas und bleibt notwendig für eine neue und damit verlässlichere europäische Friedensordnung. Neuntens, Rudi Leweck hat davon schon gesprochen, gegenwärtig geht es wohl vor allem um die Selbstverteidigung des Westens. Des Westens als normatives Konzept, nicht um seine Expansion, um die Verteidigung der liberalen, rechts- und sozialstaatlichen Demokratie. Wir sollten aus Erfahrung klug werden und Fehler nicht wiederholen, also unsere gefährliche Abhängigkeit nicht nur von Russland, sondern vor allem von China verringern. De-risking ist, glaube ich, eine ganz gute Formel dafür. Frau von der Leyen hat sie verwendet. Wir haben an der neuen durch Putin erzeugten Geschlossenheit der NATO und an der labilen Einheit Europas zu arbeiten. Denn Dissense, die europäischen, die innereuropäischen Dissense sind gar nicht aufzuzählen, so viele sind es. Europa könnte sich spalten, habe ich bei einem polnischen Politikwissenschaftler gelesen, in die Länder, die einen baldigen, gemäßigten Friedensschluss wollen und diejenigen, die einen deutlichen Sieg über Russland wollen. Es ist mehr als nur ein relativer Unterschied zu sagen, Putin darf nicht siegen, die Ukraine darf nicht verlieren, oder zu sagen, die Ukraine muss siegen und Putin muss besiegt werden. Von der wunderbaren Irina Scherbakowa, eine Mitbegründerin von Memorial, habe ich selber gehört. Sie sagt, wir brauchen eine vollständige Niederlage Russlands, sonst hat dieses Land keine Chance, sich wirklich zu ändern. Aber was heißt das, eine vollständige Niederlage? Wir müssen unsere Demokratie in unseren Ländern verteidigen gegen die populistischen, extremistischen Gefahren und Herausforderungen. Ich denke nur an Ungarn, an das Erstärken rechtspopulistischer, extremistischer Kräfte in unseren Demokratien, in Deutschland, Frankreich, Italien, Schweden, Spanien. Und ich denke an die Trump-Erfahrung. Schließlich geht es um die Art, wie wir den Universalismus der Aufklärung der Menschenrechte, der Prinzipien von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit verteidigen, gegen deren kulturelle Relativierung, gegen deren Verdächtigung als weiße, rassistisch-kolonialistische Konzepte. Diese Verteidigung wird nur gelingen, wenn sie ohne westliche Arroganz passiert, mit Selbstkritik. Und die Fähigkeit zur Selbstkorrektur ist eine der größten Vorzüge von Demokratien. Selbstkritik an der Geschichte des Imperialismus und Kolonialismus, an den doppelten Standards, die dem Westen zu Recht vorgeworfen werden können. Und zehntens und zum Schluss, die Selbstbehauptung der Demokratien gegen die autoritären Versuchungen und die Angriffe der Diktaturen, auch gegen die Verheißungen des Modells China.
Sie wird nur dann gelingen, wenn unser europäisches Modell sich bewährt in dieser Zeitenwende. Und diese Zeitenwende ist mehr als das neue Bewusstsein für unsere Sicherheit und für die Wichtigkeit der Bundeswehr. Unser europäisches Modell, damit meine ich jetzt sehr vereinfacht, ich nenne es mal die Dreieinigkeit oder die Dreifaltigkeit der Fähigkeit, wissenschaftlich, technologisch, ökonomischen Fortschritt zu organisieren und Wohlstand zu generieren, das zu verbinden mit den Anstrengungen sozialer Gerechtigkeit und Sozialstaatlichkeit und das unter Wahrung der individuellen Freiheiten und Rechtsstaatlichkeit. Diese Dreieinigkeit macht unser Modell aus. Und dieses Modell muss sich bewähren in der Polykrise von verschärfter oder anderer Globalisierung, anhaltender Migrationsschübe, der weiteren Pluralisierung unserer Gesellschaft, die keine Idylle ist, der digitalen Transformation und der Explosion der künstlichen Intelligenz und vor allem der ökologischen Bedrohung, deren Bewältigung radikalste Veränderungen unserer Produktions- und Konsumptionsweise unseres Lebensstils verlangen. Diese Bewährungsproben zu bestehen, das ist die Herausforderung in der Auseinandersetzung mit Demokratien. Und das verlangt viel, sehr viel, nicht nur von der Politik, sondern von der Bürgergesellschaft insgesamt. Verlangt eine, wenn ich das pathetisch so nennen darf, eine neue Ernsthaftigkeit, eine Konzentration auf das wirklich Wichtige, verlangt viel mehr Solidaritätsbereitschaft, die Überwindung des grassierenden Freiheitsnarzissmus und individualistischen Egoismus, der unsere Alltagskultur prägt. Die gemütlichen, die glorreichen, durch Wohlstandswachstum beruhigten Zeiten sind wohl erstmal vorbei. Härtere globale und innergesellschaftliche Konflikte kommen auf uns zu, weil nicht einfach und immer ein Mehr zu verteilen ist. Davor können wir uns nicht drücken. Aber, meine Damen und Herren, erinnern wir uns die DDR- und Osteuropa-Forschung, deren Produkte ich damals gelegentlich lesen durfte, weil sie rübergeschmuggelt wurden, die hat vor 89 nicht mit einer friedlichen Revolution und dem baldigen Zusammenbruch des Kommunismus gerechnet und die Oppositionskräfte kamen bei ihr nicht vor. Das heißt, gegen alle Prognosen und Erwartungen darf man Überraschungen, sogar positive, nicht ausschließen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wolfgang Thierse, großen Dank für eine große Rede. Sie war, wie Sie es angekündigt haben, suchend. Viel Erfahrung, wenig Gewissheiten, aber klare Wertehaltung. Darf ich mit dem Schluss anfangen? Im Kalten Krieg im Westen erfinden Konservative, Liberalkonservative die soziale Marktwirtschaft, um den Zusammenhalt der Gesellschaft zu sichern. Es sollen möglichst wenige Unzufriedene zu den Kommunisten wechseln. Also wird damals auch von konservativer Seite gesagt, es geht nicht nur darum, sich mit Waffen zu verteidigen, sondern auch mit einer großen Kohäsion in der Gesellschaft. Brauchen wir eine Neulancierung der sozialen Marktwirtschaft, damit sich der Westen heute nicht nur mit Waffen verteidigt, sondern auch mit Zusammenhalt der Gesellschaft und auf dass es nicht sonst viele Unzufriedene, die dann Putin-Freunde werden, gibt? Ja, das kann man so sagen. Ich habe ja an einer Stelle, und das ist so meine Grundüberzeugung, auf diesen untrennbaren Zusammenhang von Freiheit und Gerechtigkeit hingewiesen. Das kann man auch sagen, wenn, ich sage es so, wenn man heute ökologische Reformpolitik betreibt, ohne soziale Gerechtigkeitsanstrengungen, also gerechte Verteilung der Lasten und der Früchte solcher Reformpolitik, dann wird sie schiefgehen.
Und umgekehrt, Gerechtigkeitspolitik ohne ökologische Reformpolitik ist auch nicht möglich, weil die ökologischen Lasten unterschiedlich verteilt sind. Zweite Bemerkung, da sage ich auch absolut etwas Unoriginelles. Die Zweiteilung der Welt und die Herausforderung durch das kommunistische System hat ja dazu beigetragen, dass das kapitalistische System auf bestimmte Weise auch domestiziert wurde. Die soziale Marktwirtschaft ist ja eine Form der Domestizierung eines wilden Kapitalismus. Und so ist die Dialektik der Geschichte, die Überwindung des Kommunismus hat dazu geführt, zu einer Entregelung und Entfesselung des Kapitalismus. Der Slogan ist Neoliberalismus. Also die Herausforderung jetzt heißt, der Westen wird nur bestehen, wenn er die Reformanstrengungen, die Fortschrittsanstrengungen verbindet mit Anstrengungen zum sozialen Zusammenhalt, zum sozialen Ausgleich. Das ist meine Grundüberzeugung. Es muss auf der einen Seite, um den Zusammenhalt der Gesellschaft zu sichern, wie Sie es fordern, viel Geld aufgewendet werden. Es muss für die ökologische Wende viel Geld aufgewendet werden. Und es muss, was Sie im Vortrag nicht so betont haben, für die Aufrüstung, sei es der Bundeswehr, viel Geld aufgewendet werden. Wie geht das alles? Das geht nicht. Es geht nicht alles zugleich. Ich bin nicht mehr aktiver Politiker. Und deswegen erleide ich manches anders. Ich höre ja jeden Tag Nachrichten und höre, die Hälfte der Nachrichten besteht daraus, dass immer jemand mehr Geld fordert. Alle Politikbereiche und alle Akteure, und es ist ja Länder und Kommunen, alle Akteure rufen nach mehr Geld. Das kann gar nicht gut gehen. Und deswegen ist ja Politik immer das Austragen des Verteilungskonflikts um das immer zu knappe Geld. Aber ich glaube nicht, dass die Lösung immer besteht, jeweils mehr Geld zuzuteilen, unter der Voraussetzung, dass aber die Steuern nicht erhöht werden dürfen etc. Da gibt es ja ein paar Tabus und Dogmen. Und deswegen mache ich jetzt eine Volte. Ich weiß nicht, ob sie Ihnen gefällt. Ich glaube ja nicht, dass der Zusammenhalt einer konfliktreichen, disparaten, pluralistischen Gesellschaft nur durch Geld zu regeln ist. Sondern ich glaube, wir brauchen viel mehr kulturelle Kräfte des Zusammenhalts. Ich kann es noch anders sagen. Wir leben ja in einer immer pluralistischer werdenden Gesellschaft, in einer offenen Welt. Sie wird ethnisch, kulturell, religiös, weltanschaulich immer pluraler. Das Wort dafür heißt diverser. Diversität. Und dazu muss man Ja sagen können, ich finde das auch notwendig, aber dann kommt mein etwas vielleicht konservativ wirkender Satz, Vielfalt erzeugt von sich aus noch nicht Gemeinschaftlichkeit. Sondern für Gemeinschaftlichkeit, für Gemeinsamkeit, für das was die, damit man Vielfalt produktiv und friedlich leben kann, darum muss man sich kümmern und das muss man anstrengen. Und dabei ist man bei der kulturellen Dimension dieser Frage, die ich für ganz wichtig halte, wo es eben nicht nur um Geld geht. Da geht es um Sprache, um Kommunikation, um Anerkennung von Regeln, um so etwas Altes wie Gesittung, was uns tagtäglich beschäftigt und wo es ganz eigentümliche Vorsichten und Tabuisierungen gibt. Aber ich halte das für mindestens genauso wichtig. Also, damit will ich mich nicht vor dem Streit ums zu knappe Geld rütteln. Der muss ausgetragen werden, aber er kann nicht so gelöst werden, dass alle, die nach mehr Geld schreien, das auch bekommen. Es wird nicht gelingen. Sie haben in Ihrer Rede so etwas wie ein Modus Vivendi gefordert und auch da und dort skizziert zwischen Diktaturen und Demokratien, umgekehrt zwischen Demokratien und Diktaturen. Was stört Sie am heutigen Modus Vivendi oder nicht Modus Vivendi? Was könnte man praktisch für Schritte tun? Naja, zunächst war das ja das Eingeständnis, dass, Sie haben es selber auch gesagt, dass der Westen nicht mehr in der Phase seiner ökonomischen, materiellen, politischen, militärischen Expansion ist und nicht einmal mehr in einer Phase seiner kulturellen und ideellen Expansion.
Vielleicht Emanzipation leider auch nicht. Nein, also ein freudscher Versprecher. Nein, aber zunächst einmal, sondern wir sind in vielerlei Hinsicht in der Defensive. Und das muss man zunächst mal auch annehmen und akzeptieren. Und sozusagen das politische Grundkonzept, die Einstellung verändern. Und das heißt, so verständlich ich die Rede von einer wertebegründeten, moralisch begründeten, menschenrechtsbegründeten Außenpolitik finde, oder einer feministischen Außenpolitik, also verschiedene Aspekte, so sehr denke ich immer, wie kann das in Realpolitik, in wirkliche Politik umgesetzt werden? Und da kommt mir eben meine Erinnerung in die Quere, das habe ich hoffentlich deutlich gemacht, dass eine moralisch-rhetorisch-konfrontative Politik in den meisten Fällen nichts ausrichtet, nichts ändert. Annalena Baerbock. Nein, ich will das gar nicht personalisieren. Das ist nicht der Punkt. Ich will nur daran erinnern, weil Sie gesagt aus der Diktaturerfahrung kommen. Diese Grunderfahrung, dass diese Art von, also man muss doch erinnern, also wer alt genug ist, weiß noch, was ich damit meine mit dieser Rhetorik. Die ja inhaltlich, die habe ich ja gesagt, ja, die haben ja recht, aber es hilft nichts. Wir sitzen da alleine, eingesperrt. Das war der kleine Hinweis, dass mein Vater den vorher verehrten Adenauer nicht mehr hören konnte, weil er wusste, diese so wunderbar moralisch gerechtfertigte Rhetorik hilft nicht, sondern sie versteinert die Verhältnisse. Das muss man jetzt bedenken. Das heißt nicht, dass sozusagen Menschenrechte, Völkerrecht nicht Grundlage sein müssen. Aber ich muss immer mit bedenken, welche Schritte der Übersetzung, welche Kompromisse, welche kleinen Schritte sind notwendig. Deswegen finde ich gegenüber China, da gibt es manche, die halten das für zu weich, sozusagen diese Unterscheidung, ich glaube von von der Leyen zu sagen, China und andere hat das ja jetzt die allgemeine Position, China ist Partner, Konkurrent und systemischer Rivale. Eben nicht nur Gegner oder systemische Rivale. Es ist eine unterschiedliche Position gegenüber dem, was gelegentlich aus den USA zu hören ist. Ich weiß nicht, ob wir das durchhalten können. Darauf sind wir auch sehr gespannt, was Matthias Nass morgen analysieren wird zu diesem Dreiklang. Der 17. Juni, den Sie erwähnten, Ihr Vater, seine Enttäuschung über Adenauer. Einfach ganz naiv gefragt, was hätte denn Adenauer anders tun können? Ja, ich habe ja ausdrücklich gesagt, kein moralischer Vorwurf. Ich beschreibe nur, dass sozusagen die Zweiteilung der Welt schon innerhalb von ein paar Jahren so weit war, dass wir allein gelassen waren. Aber die Rhetorik ging so weiter, verständlicherweise, ich will das überhaupt keine nachgetragenen Vorwürfe sind billig, aber diese Erinnerung, dass, ich sage es nochmal, immer wie diese Art von konfrontativer Politik nichts bewirkt hat, sondern eine andere Politik, die jetzt dermaßen im moralischen Faschist geraten ist, die aussichtsreichere und erfolgreichere war. Die Entspannungspolitik der 60er bis 80er Jahre. Diese Entspannungspolitik der 60er bis 80er Jahre, beginnend mit der Rede von Egon Bahr hier, haben Sie die wahrgenommen in der DDR? Ja, natürlich. Ich weiß nicht, ob ich die Rede wahrgenommen habe, aber ich habe ja erinnert an mein persönliches Erlebnis in Berlin, Dezember 64. Und wie eine immer größere Mehrheit in der DDR diese Entspannungspolitik mit unerhörten Hoffnungen begleitet hat. Gerade aus der Erfahrung, dass die vorherige Politik zum Mauerbau geführt hat und nichts uns geholfen hat. Und das war eine ganz positive Wahrnehmung und in ihren Wirkungen auch Wahrnehmung. Wir waren das Ziel dieser Politik. Ich bestunde das nochmal, diese Entspannungspolitik der 60er bis 80er Jahre hat ein politisches Ziel und Wirtschaft war ein Instrument. Dass das auch im gegenseitigen Interesse war, das gehört ja zu, gibt es wirtschaftliche Vereinbarungen nicht. Aber ich halte den Vorwurf, der ja auch gemacht wird, dass das Schlitzohr Franz Josef Strauß vollkommen überraschend der SED einen Milliardenkredit gewährt hat. Das hat mich damals auch erstaunt. Aber ich dachte, besser so, vielleicht hat dieses Geld auch bei uns ein bisschen Wirkungen. Das war
sozusagen das Gegenteil von dem, was er sonst rhetorisch von sich gegeben hat. Und plötzlich macht er ein Geschäft um der Menschen willen. Und wenn ich das alles noch in Erinnerung rufe, der Straßenbau, was alles finanziert worden ist, was tatsächlich unser Leben ein bisschen geholfen hat, bis hin, da könnte man wieder über die ostdeutsche Privilegienwirtschaft sagen, plötzlich gab es 10.000 Mazda in der DDR und 10.000 Volkswagen. Ich habe natürlich keinen davon abgekriegt, sondern ganz andere, aber immerhin, man sah das gut so. Alles, was gelockert hat, was Lebensverhältnisse etwas verbessert hat, was Schärfen rausgenommen hat, war hilfreich. Wir beobachten heute, dass beispielsweise die Polen oder die Tschechen ganz eindeutig für eine konfrontative Politik gegenüber Russland sind, anders als viele Menschen in den neuen Bundesländern. Warum und hat das mit dem soeben Gesagten zu tun? Ja, auch. Erstens, weil die Polen vergessen, dass die sogenannte Moskau-Fixierung auch ihnen geholfen hat, die Moskau-fixierte Entspannungspolitik. Das wollen sie nicht wahrhaben. Aber ist nicht der Punkt. Also sie fragen ja nach den Ostdeutschen. Das ist schwer erklärbar und es ärgert mich auch und macht mich wütend, diese außerordentliche Art von Sympathie oder Parteinahme für Putin-Russland. Das kann man nur durch ganz unterschiedliche Faktoren erklären. Ich versuche mal einige aufzuzählen, ohne Vollständigkeit und ohne richtige Gewichtung. Den ersten habe ich genannt. Der Krieg und seine Folgen waren in Ostdeutschland länger anwesend und damit auch die Rolle der Russen, des russischen Volkes, des sowjetischen Volkes. Die Unterscheidung konnte man nicht machen damals. Das war uns näher. Die haben doch diese Opfer gebracht, um uns vom Naziregime zu befreien. Die guten Russen. Dann die kulturelle Nähe. Die Ostdeutschen, die gelesen haben, haben viel mehr russisch-sowjetische Kultur zur Kenntnis genommen. Wenn ich Ihnen aufzähle, was ich alles gelesen habe an russisch-sowjetischer Literatur, was ich an Musik kenne, ich vermute, die meisten Westdeutschen werden das nicht, also auch aus dieser Art von zunächst erzwungener, aber dann doch auch gewichtiger kultureller Nähe spielt eine Rolle. Dann natürlich auch ein gewisser aktueller Trotz gegen den Westen, ein weiter wirkender, unterschwelliger Anti-Amerikanismus oder ich sage es freundlicher, die Amerikaner sind viel weiter weg gewesen als die Russen. Und jetzt, also es sind so ganz unterschiedliche Faktoren, die da eine Rolle spielen, damit will ich nichts rechtfertigen. Es ärgert mich auch, weil ich dann denke, erinnert doch euch an unser damaliges Verhältnis zu Russen. Selbst die, um noch anekdotisch zu sagen, wie hießen die Sowjets in der Terminologie der Alltagssprache der SED-Genossen? Die Freunde. Und das war eine sehr ambivalente Bezeichnung. Es war so, darin steckte drin, ja, die sind ja die uns beherrschen, aber es steckte auch die Abschätzigkeit, die können es ja nicht so gut wie wir, die Freunde. Also auch schon damals gab es so ein ambivalentes Verhältnis zu dem großen Bruder Sowjetunion. Und das setzt sich irgendwie fort, unterschwellig. Wie beurteilen Sie heute die Auseinandersetzung der Bundesrepublik mit der zweiten Phase der Ostpolitik? Schröder, Merkel, wie Sie es definiert haben, macht die politische Klasse, wenn man will, das gut? Oder der eine entschuldigt sich, die andere verniedlicht es vielleicht? Ja, da sehen Sie schon, das ist die politische Klasse, dass die sich dann aufsplittert in unterschiedliche Personen. Als Steinmeier sich entschuldigt hat, habe ich gesagt, war zu mein erstes Gefühl, jetzt übertreibt er aber. Nein, weil ich sagte, man muss ja dann noch einmal erklären, warum man solche Politik gemacht hat. Und ich werfe doch nicht im Nachhinein Merkel und Steinmeier vor, dass sie bis an den Rand der Selbsterniedrigung sich darum bemüht haben, den Konflikt zwischen Russland und Ukraine zu entschärfen, dass nicht der Krieg, das Minster Ankommen war ja der Versuch, eine weitere Verschärfung ins Kriegerische hinein zu verhindern. Das werde ich Ihnen doch nicht vorwerfen, auch weil jetzt das gescheitert ist. Aber es ist doch nicht an der Bemühung gescheitert, sondern
an der Veränderung von Putin und Russland. Das ist eine notwendige Kritik und Selbstkritik, dass wir zu spät gesehen haben, was sich in Russland, was sich mit Putin verändert. Aber da sage ich noch einmal, da weigere ich mich, das dem und jenem die Schuld zuzuschieben. Ich erinnere mich jedenfalls an Putins Besuch in Deutschland. Ich war damals Bundestagspräsident und war wie alle im Hause angetan von seiner Rede. Wir dachten, der setzt jetzt Gorbatschow fort nach dem chaotischen, entsetzlichen Jelzin-Jahren. Der knüpft an. Ein so leidenschaftliches Bekenntnis zu Europa. Hatten wir damals schon Anlass zu sagen, nee, der lügt uns an? Ich habe ein ausführliches Gespräch mit ihm gehabt. Er spricht ein wunderbares, weiches russisches Deutsch. Sehr angenehm, sehr instruktiv. Über die DDR-Erfahrungen haben wir geredet. Sollte ich damals schon annehmen können, dass er lügt? Also ich erinnere damit nicht, um alles zu entschuldigen, sondern nur um diese Besserwässerei post festum zu sagen, sondern man muss das kritisieren, Selbstkritik, aber man muss sagen, unter den Voraussetzungen sind diese Entscheidungen getroffen, sie sind in der Wirkung falsch geworden, wegen Entwicklungen auf russischer Seite, wegen Entwicklungen auf Putins Seite. Wir müssen jetzt diese und diese Konsequenz daraus ziehen. Eine letzte Frage, bevor Sie, meine Damen und Herren, bitte ganz, ganz kurze Fragen stellen, denn wir haben nur eine Viertelstunde. Auf der einen Seite haben Sie gesagt und festgestellt, es ist sehr schnell zu spät. Man muss früh, wenn sich Diktatorisches entfaltet, eingreifen. Und auf der anderen Seite sagen Sie keine Konfrontationspolitik. Und Sie wissen nur zu gut um die Pfadabhängigkeiten von Politik. Wie verbindet man beides? Das eine bezieht sich ja auf die Sensibilität und Aufmerksamkeit in Demokratien. Ich finde es jedenfalls ziemlich beunruhigend, was in den europäischen Demokratien passiert. Soll ich all die Namen nennen? Wir haben die illiberale Demokratie in Ungarn und in Polen auf durchaus unterschiedliche Weise. Wir haben den Erfolg der Rechten in Italien. Wahlerfolge der Rechten, Rechtspopulisten, Rechtsextremen in Frankreich, in Spanien, in Schweden, in Finnland und so weiter und so fort. In den Demokratien entwickelt sich das. Und das ist nicht einfach, wie das jetzt so üblich worden ist, nicht die AfD ist bei Stimmungsumfragen bei 30%, also ist die Regierung schuld. Das ist viel zu kurz gesprungen. Das ist zu billig. Wir leben in einer Phase geradezu dramatischer, gleichzeitiger Veränderungen, die tiefe Verunsicherung und Ängste hervorrufen und das Bedürfnis, die Sehnsucht nach den einfachen, klaren Antworten hervorrufen. Und diese einfachen und klaren Antworten können die Demokraten nicht liefern. Aber sie wird geliefert von Populisten, von Rechtsextremisten. Das ist das Gefährliche der Situation, das Verführerische. Die AfD muss nicht irgendeine Lösung für irgendein Problem anbieten. Sie muss nur den Unmut und die Abwehr. Für Ostdeutschland kann ich das sehr gut beschreiben. In den vergangenen 30 Jahren so viele Veränderungen, mit so vielen Schmerzen und Opfern und nicht alle hat man erfolgreich bestanden. Und jetzt kommt die nächste Welle von Veränderungen. Dass es da viele Menschen gibt, die Ängste haben und Abwehr. Was denn schon wieder? Und dass dann da eine Partei herkommt, nein, Braunkohle ist kein Problem, Grenzen können wir dicht machen und so weiter. Dass man das gerne hört und sagt, diese Sehnsucht nach den einfachen Antworten und die Artikulation von schmerzlichen Veränderungen, die Abwehr dagegen zu denen trägt, ohne dass sie irgendein Angebot machen, das ist mindestens erklärlich, rechtfertigt nichts, aber man muss das ernst nehmen und das kann durch keine flotte politische Regierungspolitik ganz schnell überwunden werden. Trotzdem ist überzeugendes Regierungshandeln notwendig und angemessen, aber in der Demokratie gibt es keine Politik ohne Streit. Und genau das erzeugt wieder den Unmut und die Ungeduld der verunsicherten und ängstigen Menschen. Das ist die gegenwärtige Herausforderung. Sie ist nur keine deutsche, sondern sie ist eine weltweite Herausforderung.